Wollt ihr wissen, wie man aus diesen vier einfachen Obstkisten einen stylischen Tisch für eine Palettenlounge baut? Dann bleibt dran, das zeige ich euch in diesem Video. Zuallererst habe ich die Kisten so hingestellt, wie sie am Ende zusammengeschraubt werden. Als nächstes nimmt man passende Schrauben und schraubt diese einfach in der Mitte am anderen Ende durch, sodass es alles fest ist. So, jetzt habe ich alles fertig zusammengeschraubt. Jetzt müssen die Grundflächen noch geschliffen werden, dass sich niemand einen Splitter einreißt. Zuallererst nehme ich ganz grobes Schleifpapier und wenn ich das einmal durchgeschliffen habe, dann nehme ich etwas feineres Schleifpapier, dass es richtig schön glatt wird. Am Ende kam diese schöne Tischplatte noch oben drauf. Die ist aus Glas. Dass das Glas nicht zerbricht, habe ich hier jeweils Dichtung drunter gelegt, so dass sie noch ein bisschen gedämpft wird. So, hier kann man noch mal alles auf einen Blick sehen. 13 Euro Paletten haben eine schöne Terrasse ergeben. Bauzeit war etwa eine Woche. Für eine Person alleine.